Willkommen zu einer halben Stunde. Gladius Relics of War. Ich hab's letztens im Stream gespielt, war echt cool. Macht mir richtig viel Spaß, macht mir ein bisschen mehr Spaß als gerade Total War Warhammer. Und deswegen möchte ich hier nochmal eine Runde zeigen in Vorbereitung für weitere Streams. Und vielleicht machen wir auch Battle Sector, natürlich Space Marine 1. Bin gerade so ein bisschen im 40k-Fieber. Wenn du es gut findest, lass gerne den Daumen hoch da und einen kleinen Kommentar, welchen DLC zu Gladius du am besten findest. In dieser Episode kommen die Orks auf uns zu, beziehungsweise in der letzten Episode ist es schon passiert. Ein Sack voller Orks stürmt aus dem Norden auf uns ein, hat schon einige unserer Einheiten zerstört. Hier im Süden sind unsere Verteidigungslinien aufgebaut. Diverse Basilisken stehen da, bisschen Guardsmen, hier haben wir noch ein paar Hofnarren. Scout, nicht Chimären, sondern ich habe ihren Namen vergessen. Lightly Armored Sentinels, genau. Die hier stehen aus dem Hydras, gut gegen Infanterie und einen Panzerkommandanten, der hier steht und darauf wartet, Gegner kaputt schießen zu können. Dieser Zug ist momentan schon fertig. Ich habe mich mit meinem Ressourcenmanagement ein bisschen verspekuliert und bin gerade wegen unseren ganzen Panzern ohne Ore, also ich stehe ohne Mineralien da, das ist schlecht. Und ich hoffe, wir können diesen Angriff der Orks, den wir schon mal ein bisschen geplantet haben, zurückschlagen. Auf der Südseite, was wir gerade hier in dem unentdeckten Gebiet nicht sehen können, sind Space Marines, die aus dem Süden kommen und sich hoffentlich erstmal mit den Necrons beschäftigen. Von den Necrons hatten wir einen kleinen Außenposten hier, aber der war, glaube ich, nicht groß. Und ich hoffe, die Space Marines kümmern sich ein bisschen um die Necrons. Und im Osten bin ich leider mit meinem Scout- und Ressourcensammeltrupp auf eine zu starke Ansammlung an, Wesen, die hier auf dem Planeten einheimisch waren, gestoßen und die haben hier uns zurückgeschlagen und jetzt hänge ich hier direkt an einer imperialen Bastion dran, was echt nicht so geil ist. Aber sei es drum, damit können wir in den nächsten Zug gehen, weil andere Dinge können wir gerade nicht machen, denn ich muss sparen, bis ich genug Geld habe für einen Ore Extractor. Wir brauchen nämlich 30 Ressourcen und dafür brauchen wir jetzt noch 2 Züge, dann haben wir genug und das passt. Dann zeigt, was ihr könnt. Leider werden wahrscheinlich unsere Cthu Irregulars. Immerhin kriegen wir einmal ein Overwatch-Feuer auf unseren Gegner. Aber die verfluchten Chaos-Kult. Oh, nochmal ein Overwatch-Feuer. Das heißt, der Schaden, den wir nehmen werden, ist deutlich reduziert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass hier jemand lebend rauskommt, deutlich erhöht. Das ist außerordentlich erfreulich. Wie sieht es hier oben aus? Hier ist nichts passiert. Okay. Okay, ich habe ein bisschen in den Optionen rumgestellt und ich habe das Gefühl, Auto-Cycle-Units, das hat dafür gesorgt, dass ich gelegentlich mal irgendwelche Sachen nicht gesehen habe auf der Karte, was mich schon etwas stört. Interessanterweise scheinen sich die Orks hier im Norden zurückgezogen zu haben. Unsere Megacity, ja, der geht es jetzt erstmal gut. Wir bauen gerade einen Primaris Psyker, in der Hoffnung, dass er gut sein wird im nächsten Zug. Endlich genug Materialien für den Ore Extractor, damit wir wieder Panzer bauen können. Hier im Südosten wurden wir zum Glück nicht von der Imperial Bastion beschossen. Die hat eine Reichweite von 2, aber der Wald blockiert sie anscheinend. Die Chaos-Kultisten werden wir jetzt versuchen zu zerstören. Wir stehen ja in Deckung und die Chaos-Kultisten nicht. Ah, da fallen ein paar um. Die sehen richtig kacke aus mit ihren komischen Hüten, an denen so Knubbel dranhängen. Oh, Moment mal. Warum ist nur noch ein Sentinel? Hat die Bastion doch geschossen? Und ich habe es nur nicht mitbekommen. Das könnte sein. Das würde bedeuten, die Scout Sentinels wären im nächsten Zug auch tot. Und das, wobei sie Level 5 haben, das tut schon sehr, sehr weh, wenn das passieren sollte. Aber okay. Kann man manchmal nichts machen. Also unsere anderen Guardsmen. Oh, vielleicht hätte ich mich doch nicht hierhin zurückziehen sollen. Das war dann... Ja, insbesondere die Umbra ist sehr, sehr stark. Unsere Hydra ist ja besiegt worden. Ich hoffe nur, sie kommen nicht hierher und töten uns. Gut. Ja, dieses Hin- und Herspringen, das ist wirklich eher nervig. Das muss ich wirklich wieder ausstellen. Sonst kriege ich hier keine Kontrolle darüber, was passiert. Nerels hier oben haben sich bereits regeneriert. Oh. Da sind Crewhounds. Die sollten wir beschießen. Wir verursachen immerhin eine ganze Reihe von Schaden an ihnen. Wir haben vorher schon probiert, hier durchzustoßen, aber es hat noch nicht geklappt. Wir wurden zurückgeschlagen im Nordosten. Mit so wenigen Truppen ist es halt dann doch ein kleines bisschen schwierig. Okay, die Orks sind irgendwie weg. Das ist schon mal gut. Und sie sind doch nicht weg. Da hängen sie rum. These legs go all the way up. Okay, immerhin haben wir ein paar gegnerische Truppen aufgedeckt. Die können wir jetzt auch beschießen, solange. Ich meine, die haben jetzt auch das Grasland hier mit Nahrungsproduktion
eingenommen, unsere Groxfelder. Die Grox ist das Beste, was der Imperator jemals erschaffen hat, glaube ich jedenfalls. Okay, die Basilisken kommen jetzt dran. Am besten sind sie natürlich gegen gegnerische Infanterie und gegen auch leicht gepanzerte Ziele. Aber wenn wir so viele haben, sind wir in der Lage, auch hier die Warbuggies, die im Wald herumstehen, mit Artilleriebeschuss zu vernichten. Und das ist schön. Es ist sogar ein kleiner imperialer Soldat drin, der sich freut, Grünhäute kaputt zu machen. Ich sage, das ist wunderbar. Wir haben noch eine Hydra, mit der könnten wir irgendjemandem gar ausmachen und noch unseren Panzer, einen Panzerkommandanten. Wir haben eine Reichweite von 3, 1, 2, 3, das heißt, wir könnten sogar auf diesen Warmagie hier hinten schießen. Das ist eine Gelegenheit, die lasse ich mir nicht entgehen. Boom. Fast kaputt, er hat noch 6 Lebenspunkte. Ich hätte eigentlich noch meinen Damage-Buff aktivieren sollen. Dann wäre er jetzt wahrscheinlich ganz tot gewesen, aber okay. Man kann nicht alles haben. Noch 2 Salven auf den und dann ist der erledigt, immerhin. Also die Basilisken-Einheiten halten schon so ein bisschen was aus. Es ist nicht so, als fallen die immer direkt auseinander, wenn man die schief anguckt. Ja. Aber jetzt ist er kaputt. Und dann gibt es ein paar Erfahrungspunkte für uns alle, oder? Mal sehen. Und wer kriegt alles Erfahrung? Ach, 2 XP. Jeder, der ein bisschen Damage mitgemacht hat, kriegt Erfahrungspunkte und das ist gut. Und das nächste Ziel ist hier drauf. Man, ja, die Mischnix Hydras sollten eher nicht nach vorne gehen. Die sind jetzt schon mehr als kaputt. Das heißt, die ziehen sich in die Stadt zurück, um zu regenerieren. Ich habe schon genug Einheiten verloren, dass ich unter keinen Umständen noch mehr Verluste erleiden möchte. Hier ist nochmal eine Hydra-Einheit. Auch die kann erstmal hier zurück. Und sich erstmal für ein paar Züge regenerieren. In der Stadt regenerieren wir mit doppelter Geschwindigkeit. Und das ist schon eine gute Sache. Jetzt haben wir noch ein bisschen Infanterie hier rumstehen. Die kommt allerdings nicht weit genug. Wir müssen die hier vorne einmal in diese Stadt reinstellen. Und ja, also die Anzahl unserer Einheiten ist schon so ein bisschen... könnte wirklich besser sein. Die Stadt macht erstmal nichts in diesem Zug. Und wir gehen direkt weiter in die nächste Runde und hoffen... Oh, meine Güte, es kommen immer mehr. Es kommen immer mehr. Wir haben Killer-Cans. Oh je. Oh, unsere Scouts werden zerlegt. Die müssen sich zurückziehen. Die Hofnarren. Ich will sie nicht verlieren. Ich weiß nicht, ob ich gegen diesen. Oh nein. Oh nein. Macht uns er. Macht uns kaputt, oder? Wir leben noch. 6 Lebenspunkte haben wir noch. Kein Glück. Okay, das sollte alles gewesen sein. Okay, es ist viel passiert. Hier oben wurden unsere Guardsmen angegriffen. Wir haben die Killer Cans entdeckt. Das sind die Dreadnoughts. Die haben auf kurze Reichweite besonders viel Schaden und schon einige Boni. Hier unten wurden unsere Guardsmen angegriffen. Die sind immer mehr von diesen Kultisten. Wo kommen die alle her? Das können wir nicht halten. Wir müssen uns zurückziehen. Wenigstens irgendwas überlebt. Vielleicht kann ich auch hier... mich im Wald verstecken, in der Hoffnung, dass uns die Chaos-Kultisten nicht sehen. Naja, die Chance ist gering, aber immerhin besser als nichts. Und wir können einmal die Medipix aktivieren, um uns wieder auf volle oder fast volle Lebenspunkte zu bringen. Ich wünschte, ich hätte meine Guardsmen irgendwann mal gebufft. Ja, irgendwann mal. Unsere anderen Guardsmen bleiben erstmal da hinten stehen. Okay, mit denen machen wir erstmal nichts mehr. Oh, wir haben unseren ersten Psyker. Ah, fantastisch. Aus Mischnix Mega City, unser erster Psyker. Ich hoffe, er kann was Gutes machen. Hier unten sehen wir, er hat einen geschmolzenen Strahl. Der macht 6,6 Schaden. Aha, Beam. Hits with increased accuracy against multiple ground members of the target unit Melta. Increase the armor penetration at half range. Aha. Okay, also macht also direkt Schaden, das ist nicht schlecht. Life Leech. Converts damage into healing for this and adjacent infantry and monstrous creature units. Okay, heilt sich selbst und macht dem Gegner auch noch gleichzeitig Schaden. Okay, das ist eine Scout-Fähigkeit, die brauchen wir nicht. Dazu haben wir ja unsere Sentinels, die alle jetzt schon fast tot sind. Vielleicht haben wir sie nicht mehr so lange zugegebenermaßen. Okay, dann würde ich sagen, Life Leech ist cool, um es regenerieren zu können. Und natürlich den Molten Beam für den Mega-Damage. Okay. Primaris Psyker, du machst dich auf den Weg. Hydra bleibt weiter hier rumhängen. Psyker macht sich auf den Weg. Und auch Mischnix Hydra stellt sich erstmal hier zurück,
und regeneriert sich ein kleines bisschen. Hoffen wir, dass es schnell geht. In 3 Zügen regenerieren wir uns sogar ein bisschen schneller. Fürchte nur, so viel, wie da gerade auf uns zukommt, werden wir vielleicht nicht in der Lage sein, das, was auf uns zukommt, zu zerstören. Wir müssen uns ein bisschen zurückziehen. Die Killercans können sich insgesamt 3 Felder bewegen. 1, 2, 3. Wir müssten schon so ein bisschen raus aus der Gegend. Unsere, ja, ich habe eine Reichweite von 3. Das heißt, wir könnten 1, 2, 3 hier hingehen und immer noch auf diese Warbuggies schießen. Ich glaube, das ist sinnvoll. Bisschen zurückziehen und Feuer eröffnen. Okay, wir haben immerhin ein Drittel Damage gemacht. Das ist nicht schlecht. Die Infanterie, unsere Guardsmen, ihr bleibt einfach hier. Ihr habt ja eine Heilung. Einen Angriff werdet ihr hoffentlich überstehen. 1, 2, 3, 4. Hoffentlich jedenfalls. Aber, ich. Okay, das werden die schon schaffen. Das werden die schon schaffen. Okay, die Hofnarren machen auch die Fliege. Reichweite 2, das heißt, sie können sich hier nach hinten zurückziehen und aus Entfernung auf die Warbugs schießen. In der Hoffnung, dass sie nicht sterben in diesem Zug, aber das ist schon alles sehr, sehr unangenehm. Aber okay, nur noch 18 Lebenspunkte. Das heißt, die werden jetzt langsam aber sicher auch gedebufft. Und meine Artillerie macht einfach nicht so richtig viel Schaden, so wie ich es mir wünschen würde. Immerhin hat er nur noch eine Kanone. Vielleicht zieht er sie jetzt auch zurück. Was sind die nächsten Ziele? Die Killercans sind schon ziemlich gefährlich. Wir machen an den Killercans auch recht viel Schaden. Dabei sind sie auch noch im Wald versteckt. Ist vielleicht eine gute Idee, die Killercans erstmal zu beschädigen, um mindestens mal ein Modell auszuschalten, um ihre Angriffsstärke zu reduzieren und ihre Moral. Okay, müsste eigentlich passen. Nächste Salve. -7. Ah, ist immer noch. Ich glaube, eine Salve müssen wir ihnen noch draufhauen. Ihre Moral ist immer noch hoch. Unglaublich, kann ich nur sagen. Unglaublich. Nächste Salve. Immerhin, einer ist kaputt. Die Moral bricht jetzt langsam, aber sicher zusammen. Vielleicht sollte sie jetzt auch wirklich abschließend kaputt machen. Wie ist es mit ihnen? Okay, die Moral von diesen Warbuggies ist immer noch gut. Aber okay, hauen wir da auch nochmal ein bisschen rein. Einfach um den Damage, den er raushauen kann, zu reduzieren. Funktioniert das noch? Wir haben noch eine einzige Salve, die wir rausprügeln können. Ja, die Warbuggies kriegen wir jetzt nicht mehr kaputt, befürchte ich. Okay, der hat eine 6 Attack Action. Jetzt ist Moral. Das ist die Führerschaft. Ja, okay. Je mehr Damage wir machen, desto weniger kann er uns nachher beschädigen. Okay, dann würde ich sagen, letzte Salve. Was haben die Killercans eigentlich für gute Waffen? Die haben Scorches. Flammen. Okay. Cairnclaw. Der ist schon ziemlich gefährlich. Ich glaube, ich schieße nochmal auf das Ding. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Okay. Damit ist der immerhin gut beschädigt. Und wir haben hier hinten noch unsere Nerels. Und was könnt ihr machen? Eigentlich. Ja. Ab auf die Necron-Tomb. Ich frage mich, was die Necron machen, dass sie einfach gelegentlich hier rauspoppen. Okay, Mega Mishnix City kann endlich einen Ore-Extractor bauen. Das ist ideal, den stellen wir direkt hier hin. Wir kriegen plus 20 Ore. Es wird langsam Zeit und es dauert auch gar nicht so lange. Wird in 2 Zügen gebaut. Oder in 3 Zügen, wenn ich noch andere Gebäude aktiviere. Jetzt kann ich auch noch den Schrein des Aquila deaktivieren. Aber es bringt uns jetzt nicht wirklich viel. Okay. Also in 2 Zügen sind wir wieder in der Lage, neue Dinge zu bauen. Und das ist gut. Wie geht's unseren Hydras? 12 Lebenspunkte, 9 Lebenspunkte. Schauen wir mal, wie sie im nächsten Zug aussehen werden. Und hoffen wir, dass wir nicht alle umgebracht werden. Oh, meine Güte, guck ich die ganzen verfluchten Kultisten an, die überall rumhängen. Oh, da kommen die Orks. Ich habe schon gehofft, sie ziehen sich zurück, aber sie ziehen sich nicht zurück. Ich hoffe, unsere Helden. Oh nein, er schießt sogar durch die Guardsmen auf unsere Hofnarren. Die haben noch 2 Lebenspunkte. Oh nein, Nahkampfangriff auf die Guardsmen. Die sind nicht sehr gut im Nahkampf. Aber es sind Boys. Boys, okay. Unsere Chimäre hat überlebt. Und wir müssen uns jetzt langsam zurückziehen. Und Mischnix Hydra und die andere Hydra, die regenerieren sich wirklich sehr, sehr langsam. Immerhin habe ich jetzt einen Primaris Psyker, der sich mit rein bewegen kann zur Unterstützung. Aber die müssen trotzdem hier bleiben. Wir brauchen erstmal Regeneration.
Okay. Wie sieht's hier unten aus? Kümmern wir uns erstmal um den kleineren Kampf hier unten. Und die Antwort lautet: Besser, wir verpissen uns ein bisschen. Oh, ich hänge hier irgendwie fest. Mit unseren Scout Sentinels. Da sind so viele Chaos-Kultisten. Da muss irgendwo ein Nest sein. Da muss irgendwo ein Nest sein. Unsere anderen. Ja, Guardsmen ziehen sich weiter zurück. Das ist der Tod ansonsten. Okay, den skippen wir. Hoffe, dass wir überleben. Und jetzt fangen wir mal an, die Orks hier zu zerschießen. Immerhin können wir die Boys gut kaputt hauen. Warbuggies, ich meine, die Einheiten, die schon stark beschädigt sind, scheinen sich zurückzuziehen. Okay, wir haben hier unseren Panzer. Der freut sich, die gegnerischen Warbuggies zu beschießen. An denen macht er gut Schaden. Und ich gebe uns außerdem noch einen Buff. Boom. Dann machen wir extra Schaden. Ich habe eine Reichweite von insgesamt 3. Das heißt, ich kann mich auch noch ein bisschen zurückziehen, wenn ich will. Seine Infanterie kann sich auch 4 Felder weit bewegen. Die sind jetzt turboschnell. 1, 2, 3. Wenn wir hier stehen, kann ich immer noch auf die Warbuggies schießen. Das machen wir auch. Ich brauche mehr Panzer. Ich brauche eindeutig viel, viel mehr Panzer. Die Infanterie muss abhauen. So viel ist sicher. Ich meine, wir können eine Granate werfen oder wir können einmal unser Medipack aktivieren. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und jetzt die Granate werfen. Und zwar auf die Boys. Oh, es geht nicht. Oh Gott. Okay. Okay, naja, dann Oh shit. Okay. Kriegen wir die Boys trotzdem noch kaputt? Mal sehen. Na, immerhin. Damage wird gemacht. Infanterie ist ziemlich anfällig. Ganz offensichtlich. Ich glaube, ich gehe noch einen Schritt nach links mit unserem Basilisken, weil stehen bleiben bringt uns nichts. Dann stellen wir uns lieber hinter das Wireweed. Und machen die Infanterie kaputt. Damit unsere andere Infanterie, nämlich die Guardsmen, hier noch ein bisschen die Salven aufhalten können, die auf uns rauskommen. Eine Salve auf die Warbuggies sollten wir auch noch durchführen. Hoffe mal, dass unser Basilisk jetzt nicht angegriffen wird. Und er den noch nicht sieht auf die Entfernung, auf der wir uns bewegen. Okay, der ist jetzt auch beschädigt. Und sei die Boys abschließend zu zerlegen. Ihre Führerschaft ist immer noch heftig hoch. Wir haben fast keine Verluste erlitten, was das angeht. Sehr, sehr schlecht. Was machen die Narels? Holen wir uns mal das Joker Arrow Emplacement. Wunderbar. Oh, übrigens, in Mischniks Stadt habe ich, glaube ich, irgendwie den Strom abgestellt. Plasma Ionizer, damit ich etwas schneller an Ohr komme. Aber die kann ich jetzt auf jeden Fall wieder aktivieren. Plasma, wie möglich. 2 Plasma Ionizer, das ist gut. Officio Tactica für mehr Forschung ebenfalls. Jetzt kann nämlich alles wieder angemacht werden. Manufaktorum kann ebenfalls aktiviert werden. Okay. Und die Imperial Bastion. Okay, aber dann habe ich wieder gar keine Ressourcen mehr. Ja, und dabei sollte ich was bauen. Und zwar, es dauert aber 8 Züge. Wir haben einfach gerade einen schlechten Stand, was Ressourcen angeht. Ja, für eine Weile müssen wir wahrscheinlich anfangen, Infanterie zu bauen. 99 Züge, das ist nicht gut. Okay. Der nächste Tank Commander ist außerdem noch ziemlich teuer. Wir könnten einen Lord-Kommissar produzieren. Das wäre nicht schlecht, aber ich spare lieber für weitere Teilgrößen. Ja, lassen wir die Stadt einfach mal so bleiben. Okay, dann Orks. Do your worst. Die Chaos-Kultisten hier natürlich auch. Okay, Infanterie. Sie hält die Linie. Oh Gott, ein Glück. Sie hält die Linie. Und unsere Basilisken. Ich glaube, es reicht gerade so. Gerade so, um hier mit dem Leben davon zu kommen. Noch 10 sind übrig. Aber es muss reichen. Ich wünschte, ich hätte ihnen mehr Rüstung gegeben. Das wäre jetzt außerordentlich praktisch gewesen. Außerordentlich praktisch. Okay. Unsere Hofnahen Sentinels können sich erstmal hier reinschieben.
und mal ein bisschen regenerieren. Und ansonsten feuern wir. Interessant ist, dass diese Boys irgendwie ihre letzten Lebensminuten halten sie wirklich noch richtig viel aus. Also, ich habe mir noch ein bisschen mehr erhofft von den Basilisken. Aber sei es drum, Hauptsache, wir können den gegnerischen Angriff abfangen. Obwohl dieses ganze Boy-Team schon so gut wie tot ist. Ach so, die Boys sind beschleunigt worden, weil sie eine Fähigkeit benutzt haben. Ah, okay. Verstanden. Die würde ich eigentlich schon gerne vollständig ausschalten. Die letzte Einheit. Zwei Salven können wir noch raushauen. Obwohl sich's fast nicht lohnt, oder? Ich meine, das ist nur ein Regiment Boys. Die Basilisken machen das nachher sehr gut kaputt. Okay. Ja. Okay, dann kriegen wir. Ist immer noch nicht tot. Verdammt. Der ist immer noch nicht tot. Überlebt gerade so. Kleines bisschen Power hat mir noch gefehlt. Kann unser Psyker irgendwas machen? Primaris Psyker. Nett, dass wir so einen dabei haben. Ist das ein Space Marine? Sieht nicht aus wie ein Space Marine. Irgendwie ist die Bezeichnung nicht die, die ich von Primaris erwartet hätte. Okay. In einem Zug werden alle unsere Einheiten, die wir gerade bauen, deutlich schneller regeneriert. Und das ist sehr, sehr gut. Wie sieht es hier unten aus? Naja, geht so. Wir hängen uns erstmal da rein. Regenerieren ein bisschen. Unsere Scout Sentinels haben glücklicherweise überlebt. Und jetzt kann ich versuchen, mich langsam aber sicher hier wieder raus... Oh Gott, da sind die Chaos... Und wir sind tot. So viel zum langsam rausschleichen. Oh nein! Und die Imperiale Bastion zerstört uns auch. Unsere Scout Sentinels sind am Arsch. Meine schönen Level 5 Scout, was mit den... Ah. Okay, ich glaube, ich lasse meine Kreatur Irregulars für eine Weile einfach hier hinten rumhängen und hoffe, dass sie sich schön und fröhlich regenerieren. Wie sieht's hier aus? Unsere Nerels haben hier ein paar Crewtowns, die sie beschießen können. Immerhin, dann gewinnen die auch nochmal ein bisschen Erfahrung. Die Seite sieht gut aus. Im Rahmen von allem, was wir gerade so ertragen müssen. Skip City und im nächsten Zug kommen wir zurück. Wenn die Grünen heute und unser da, ach, er ist leider tot. Ein Scout Sentinel erledigt. Oh nein, schon wieder Chaos-Kultisten. Und da kommen wieder die, oh nein, das ist ein Warboss. Oh, oh. Wurde nicht so viel Schaden gemacht. Glücklicherweise, Recovery Key ist gebaut. Sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, unsere Hydras regenerieren sich jetzt nochmal deutlich schneller. Und die eine Hydra ist schon fertig. Perfekt. Kein Moment zu früh. Wie sieht es hier unten aus, Hofnarren? Sind bei 2 Lebenspunkten, regenerieren sich gerade. Okay. Okay, wir haben außerdem einen Extractor in Mishnix Mega City gebaut und haben jetzt endlich wieder mehr Ore. Und wir wollen mehr davon. Noch mehr. Und das heißt, den nächsten Punkt stellen wir hier unten links hin. Ja, unten links sieht, obwohl, ja, oben links ist noch ein bisschen besser. Oder? Eigentlich ist egal. Doch oben, machen wir oben links. Da bekommen wir nämlich plus 40 Ore, wenn wir. Plus 40% Ore, wenn wir das Ding gebaut haben. Okay, ansonsten, was machen wir noch? Guardsmen produzieren. Wir brauchen wieder ein paar. Dauert zwar 8 Züge, aber naja. Sei es drum. Sei es drum. Okay. Jetzt haben wir hier einen Weird Boy, der zaubert uns tot, und einen Warboss, der schießt uns tot. Ein paar Guardsmen, die leben noch, und ich fürchte, wir müssen uns einmal zurückziehen. Wenn er in die Nahkampfnähe mit unseren Infanterie kommt, dann sind die tot. Dann ist also, das war jetzt klar. Der kann sich insgesamt 4 Felder weit bewegen. Was für eine Sackratte. Okay. Kannst du nichts machen. 4 Felder. Ich meine, unser Primaris Psyche hat nur 8 Lebenspunkte. Ja, okay. Okay, 8 Lebenspunkte ist weniger, als ich erwartet hätte. Aber okay, so. Hier machen wir 2 Schaden, hier machen wir 1,3 Schaden am Warboss. Man, den Weird Boy kriegen wir vielleicht sogar in einem Zug kaputt.
glaube, den Weird Boy kriegen wir in einem Zug kaputt. Und dann können wir uns auf den Warboss fokussieren, weil ich glaube, der Weird Boy kann sogar heilen. Er macht auf jeden Fall extra Damage. Und das ist schlecht. Wenn wir eine Einheit ausschalten können, wäre das super, weil wir haben relativ wenig gegnerische Einheiten ausgeschaltet bisher. Die waren zwar tot, aber sie kamen alle wieder zurück. Und das ist schlecht. Das ist außerordentlich schlecht. Und ich warte jeden Moment darauf, dass die Space Marines aus dem Süden noch kommen. Und das wäre noch viel schlechter, wenn die sich auf den Weg machen. Und das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Unsere Guardsmen, wir haben noch 10 Lebenspunkte. Unser Gegner hier hat einen Attack Squig. Drei Angriffe mit Schaden 1,3. Das heißt, er macht 3 Schaden. Und hier hat er Power Claw mit 7, 14, 21 Damage. Holy moly. Oh, Tank Commander hat ein Level-Up bekommen. Sehr gut. Was haben wir hier? Wir haben hier plus 30% Range Attack Damage. Das nehmen wir. Das heißt, eigentlich müssen unsere Guardsmen sich jetzt erstmal zurückziehen. Die überleben das nicht. Die überleben das sonst nicht. Und was macht unser Primaris Psyker? Ich meine, sobald hier irgendwas kommt und ihn angreift, ist er tot. Daher glaube ich, wäre es nicht schlecht, sich einmal zurückzuziehen. Okay, der Psyker ist irgendwie. Vielleicht nicht die beste aller Einheiten, die ich jemals hatte. Wie sieht es hier oben aus? Oh, hier sind schon wieder Chaos-Kultisten. Da ziehen wir uns ein kleines bisschen zurück und lassen die Chaos-Kultisten kommen. Also falls die jedenfalls Lust haben anzugreifen. Mal sehen. Was haben wir noch? Wir könnten die Manufaktoria wieder aktivieren. Obwohl noch nicht. Wir haben gerade negativen Strom. Wir brauchen erstmal wieder. Oh, Forschung. Forschung! Wir brauchen mal einen Kultmechanikus. Dann kann ich auch Verteidigungsanlagen bauen. In überschaubarer Zeit. Ah, was können wir noch gebrauchen? Improved Frag Grenades, Bullgrins, Camo Netting. Increase Range Damage, Breeding Licenses für mehr Wachstum. Mehr Wachstumsrate für unsere Stadt. Wie ist unsere Stadt momentan? Ich glaube, sie wächst sowieso schon ziemlich schnell. Unsere Infanterie haben wir mittlerweile aufgelevelt. Heavy Weapon Squad, habe ich gehört, sind sehr, sehr gut. Nehmen wir die mal mit rein. Okay. Oh, da gehört uns sogar noch was. Chaos-Kultisten haben uns was weggenommen. Naja, ist halt so. Immerhin hier oben haben wir mittlerweile überlebt. Chimären sind wieder voll dabei. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Das heißt, die Chimäre kann einmal vorgehen und wir entdecken den gegnerischen Warboss hier hinten. Auf den kann ich sogar schießen, oder? Ja, fantastisch. Er hat sogar einen Squig dabei. Er hat sogar sein eigenes Modell. So, Mist Squig. Mist Warboss. Vielleicht kriegen wir den auch noch zum Abschluss kaputt. Ich meine, er war so doof, sich hier ins Offene zu bewegen. Mit allem drauf. Mit allem drauf, Leute. Müssen wir uns ein bisschen vorwärts bewegen, wenn ich da schießen will. Aber okay. Würde ich jetzt mal in Kauf nehmen. Unsere Panzer stehen ja etwas weiter vorne. 3 Lebenspunkte noch. Sehr gut. Den kriegen wir kaputt. Das wäre ein sehr großer Gewinn. Das reicht zwar noch nicht, aber die letzte Salve. Alles, was man braucht, um einen Warboss kaputt zu kriegen. 1, 2, 3, 4, 5 Basilisken. Hey! ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Könnte nicht besser sein. Was macht unser Primaris Psyker? Life Leech. Ja, ich bin nicht so überzeugt von ihm, weil er so weich ist. Warte mal, 8 Lebenspunkte. Ich meine, 8 Rüstung. Wie viel hat die Infanterie? 5, ja. Okay, mit dem müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Wir halten ihn lieber etwas weiter hinten. Was haben wir noch? Unsere Guardsmen hier, ihr dürft zumindest mal da stehen bleiben für eine Weile. Unsere Nerells, ihr bleibt auch erstmal da und sichert nach Norden ab. Okay, wir wollen eigentlich schon angreifen, oder? Ja, da sind sie.
Die machen ihren ersten Angriff und schießen uns kaputt. Aber ich habe ja Granaten und die sind ziemlich gut. Zum Glück habe ich die mal ausgerüstet. Einmal erforscht. Hier haben wir gut kaputt gehauen. Direkt die Hälfte der Kultisten kaputt. Wie sieht's hier aus? Noch ein Zug, dann ist der nächste Punkt erobert. Infanterie wird gerade gebaut. Passt soweit. Was war das für einer? Ach, da war nochmal ein voller Trupp. Wir brauchen unbedingt Hühnerhydra hier oben. Als weitere Unterstützung, weil die Nerals, eine Infanterieeinheit, reicht einfach nicht. Heavy Weapon Squad, ausgezeichnet. Crack Missile Launcher, ausgezeichnet. Sehr schön. Sehr schön. Vier Angriffe mit Schaden 6, ist nicht schlecht. Drei Reichweite, okay. Gute Einheit. Und Mischnix Hydra ist auch fertig. Fantastisch. Okay. Wir kommen wieder, Leute. Wir kommen zurück. Was hat er da? Ein Pain Boy. Oh, der kann, glaube ich, heilen. Dox Tools, plus 6 Hitpoints. Kannst du dich auch selbst heilen? Geht so. Geht so. Der Gegenangriff gegen die Orks beginnt, Leute. Mann, die haben auch noch viele Einheiten, die irgendwo versteckt sind. So viel ist sicher. Okay. Der ist weg und wir haben sogar noch mal ein paar Basilisken übrig, die in der Lage sind, auf Gegner zu schießen, sollten sie sich in Reichweite bewegen. Okay, das heißt, wir gehen hier weiter vor, hoffen, dass keine Space Marines aus dem Süden kommen, aber momentan sieht es noch gut aus. Hier versuche ich noch diese Ruine des Vault zu erobern, wenn wir können. Ach, ich bin im nächsten Zug dann fertig. Die machen erstmal. Oh, meine Güte, das sind auch noch Ruinen des Vault. Allerdings ist noch hier diese eine. Müssen wir ein bisschen aufpassen, wie wir uns an das Ding annähern, damit wir nicht kaputt geschossen werden. Okay, wie so Mischnix Hydra. Wir könnten uns. Ne, über die rechte Seite kommen wir da auch nach oben. Prinzipiell, glaube ich, wäre es möglich. Mal sehen. Doch, da ist auch ein Gang. Fast schon gut, dass die Orks nicht aus der Seite gekommen sind. Okay, unser Primaris Psyker. Ja, geh mal dahin. Hoffe, dass keine Orks im Wald stehen. Der Basilisk kann erstmal hier stehen bleiben. Und unser Tank Commander kann sich allerdings ein paar Felder bewegen. Da waren noch Orks versteckt. Wir haben 59 Lebenspunkte, das ist natürlich klasse. Wir buffen unseren Damage. Warbuggies sind kein Gegner für einen Commander, der sie mit dem Schwert kaputt schießen möchte. Und das bedeutet, unser Primaris Psyker darf auch nochmal schießen, oder? Warum kann. Durch eigentlich Reichweite. No valid targets. Consumes Action, consumes Movement. Er darf das nur machen, wenn er sich nicht bewegt. Okay. Verstanden. Okay. Mischnix Megacity wächst. Und wir haben, genau, wir haben erstmal einen Ore-Extractor gebaut und wir wollen noch den zweiten haben. In einem Zug haben wir wieder 30. Dann kommt der nächste dazu. Und diesmal werde ich ein bisschen mehr aufpassen, dass ich mir die nicht die ganze Zeit kaputt mache. Wir können Heavy Weapon Squad rekrutieren, aber machen wir im nächsten. Erstmal, oh, Forschung, auch gerne. Crack Grenades, Cult Mechanicus. Wir brauchen auch endlich mal diesen Cult Mechanicus. Wo die Hotshot Power Packs. Nehmen wir erstmal die Hotshot Power Packs. Dann macht meine Infanterie auch endlich mal ein bisschen mehr Schaden. Und ich glaube, sie werden es brauchen. Na toll. Ein Schadenspunkt. Oh nein. Schon wieder zwei Regimenter. Kultisten. Oh, Nerils hauen ab. Nerils hauen ab. Der Tank Commander kann glücklicherweise gut tanken, aber dieser Kampf im Wald gefällt mir nicht. Gegnerische Infanterie kriegt hier zu viel Schutz für meinen Geschmack. Okay, hier ziehen wir uns zurück. Können wir auch die Heilung einsetzen? Ja, nachdem wir uns bewegt haben, geht's noch, aber nicht davor. Okay. Wie sieht's hier aus? Nächster Ore Extractor wird gebaut. Dann haben wir zwei. Dauert vier Züge, aber passt.
Was haben wir hier unten? Die sollten sich am besten auch nochmal hier nach hinten zurückziehen. In der Hoffnung, dass sie sich vor diesem monströsen Ding verstecken können. Ansonsten laufen wir einfach durchs Wireweed und hoffen, dass es uns nicht zu sehr tötet. Wird schon gehen. Okay, wie sieht's hier aus? Jetzt haben wir hier die. Oh, das sind Killercans. Die sind gefährlich. Das ist eigentlich genau das richtige Ziel für meinen Panzer. Okay, aber das heißt, zuerst machen wir auch hier ein bisschen Schaden an unseren Gegnern über die Artillerie. Die Infanterie regeneriert sich. Sentinels hofnarren, das sind auch bald wieder auf dem Damm. Okay. Okay, damit ist nur noch einer übrig. Und wir können uns, denke ich, auf die Killercans fokussieren. Oh. Okay, unser Tank Commander sollte auch aufpassen. Er hat zwar eine Menge Lebensenergie, aber nicht unendlich. Und die Orks haben einfach immer noch mehr Truppen. Okay, eine Salve auf die Killercans, dann ist immerhin ein Casualty erzeugt worden. Und sie machen nur noch die Hälfte Schaden. Wertvoll, sehr wertvoll. Shaken sind sie auch noch und dadurch machen sie nochmal deutlich weniger Schaden. Nächste Salve auf. Die Warbuggies nehmen interessanterweise gerade richtig viel Schaden. Ich weiß gar nicht so genau warum. Aber die Boys könnten wir jetzt vollständig auslöschen. Okay. Löschen wir mal die Boys vollständig auf. Und der Primary Psyker, ja. Bleib mal hier und hoff, dass dich niemand umbringt. Guardsmen auch noch warten. Mischnix Hydra kann sich vielleicht ein kleines bisschen vorbewegen. Das war nicht nur ein kleines bisschen, aber okay. Können wir hier nochmal das Joker Aero Trader Encampment erobern und Mischnix Mega City bleibt jetzt erstmal glücklich. Und wir brauchen dann nochmal einen Tank Commander, aber das dauert noch eine Weile, bis wir genug Ressourcen haben, bis wir uns das leisten können. Ja, gut, das Manufaktorium können wir ausstellen, weil wir gerade eh nichts bauen. Oder? Kriegen. Okay, dann dauert sogar noch alles länger zum Bauen. Das heißt, eher weg. Und wenn wir noch den Schrein des Aquila deaktivieren. Ja, okay, dann kriegen wir sogar noch schneller unsere Guardsmen. Perfekt, so machen wir es. Okay, also die Grünhäute sind ganz in der Nähe. Der Wald bringt ihnen gerade einfach leider sehr, sehr viel. Was machen wir als nächstes? Ich glaube, unser Tank Commander hält es immer noch aus. Wir gehen einen Schritt vor und fokussieren mal die War Buggies. Schöne Salve. Und diese anderen War Buggies, ich weiß gar nicht, was mit denen los ist. Warum die so viel Schaden nehmen. Im Gegensatz zu den anderen. Wir machen 5 Schaden, dann machen wir 10 Schaden. Was ist da los? Was ist der Unterschied? Grasland, Fluss und Wald. Grasland, Fluss und Wald. Ist eigentlich das Gleiche. Ich verstehe das nicht ganz. Warum die eine halt so viel Schaden nimmt und die andere kaum. Aber egal. Wir machen beide kaputt. So, das ist das Schöne an diesen ganzen Basilisken. Dadurch, dass sie so eine hohe Reichweite haben, können wir eine Linie der Zerstörung erzeugen. Und so können so viele Einheiten gleichzeitig schießen, wohingegen die gegnerischen Truppen nur auf ihre eigene Frontlinie hier fokussiert sind, die schießen kann. Und das ist ja schon ein großer Vorteil. Okay. Wer kann als nächstes? Hier, Primaris Psyker.
Live Leech? Ich meine, okay, wir können dich mal nach vorne schicken, weil was willst du sonst hier machen? Als nächstes level ich ihm doch eine Scout-Fähigkeit rein. Guardsmen regenerieren sich fröhlich vor sich hin, das ist gut. Mischnix-Hydra kann hier mal das Jokaira Trader Encampment erobern. Auch wunderbar. Wie sieht's hier aus? Chaos-Kultisten beschießen. Warum nicht? Aber macht so gut wie gar keinen Schaden. Deswegen ziehen wir uns lieber nochmal zurück. Guardsman. Einen Schritt vor. Und im nächsten Zug dieses Joker-Arrow Encampment erobern. Das ist gut. Oh, da kommen Kruthunde. Zum Glück habe ich Granaten. Das mögen die Kruthunde überhaupt nicht. Und werden sich wahrscheinlich im nächsten Zug zurückziehen. Genau, die hauen ab. Immerhin. Die Grünhäute haben sich auch zurückgezogen. Okay. Wir haben sie zurückgeschlagen. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Die Hofnarren sind bereit, um Scouting-Aktivitäten durchzuführen. Space Marines, ich weiß nicht, was sie tun, aber ich habe sehr große Angst vor ihnen. Was ist noch passiert? Mischnix Megacity baut gerade das nächste Manufaktorum. Das ist ausgezeichnet. Macht das weiter. Nerels wartet noch ein bisschen, bis sie regeneriert sind. Und unser Panzer darf mal noch einen Schritt weiter. Oh, um Himmels Willen! Wir geben uns mal ein bisschen mehr Damage. Wen machen wir als erstes kaputt? Weird Boy? Pain Boy? Okay. Was sind gute Ziele für unsere Basilisken? Wir bewegen uns ein paar Felder vor. Sonst können wir nicht schießen. Okay, ich sehe eine War Buggy, mache ich mit drei Salven kaputt. Das ist gut. Die War Buggies werden sich wahrscheinlich zurückziehen. Wir hatten noch diesen Battle Wagon. Der ist stark. 8 Schaden. Ja, aber er kriegt unseren Panzer nicht kaputt. Der hält. Der wird halten. Direkter Angriff. Wichtig ist, gegnerische Modelle auszuschalten. Weird Boy oder der Pain Boy. Vor allem, weil der Pain Boy ja heilen kann. Cyborg Implants, aber macht selbst nicht so viel Schaden. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wen wir kaputt schießen sollen. Und okay. Der War Buggy, den kriegen wir, glaube ich, kaputt. Drei Basilisken reichen für den einen War Buggy. Na, vielleicht brauchen wir vier. Ich befürchte, wir brauchen vier. Aber egal, dann ist er wenigstens tot. Unser Tank Commander wird die Linie hier auf jeden Fall halten können. Und dann. Ach Gott, er lebt immer noch. Der lebt immer noch. Was, wenn ich mich ein Feld nach vorne bewege mit unserem Primaris Psyker? Dann ist er wahrscheinlich tot. Ja. So ist der Gang der Dinge. Okay, zerlegt die War Buggies. Immerhin, der ist tot. Nächste Salve. Ich glaube, unser Panzer sollte wahrscheinlich am besten auf den gegnerischen Panzer schießen, aber. Und mal den Weird Boy. Dann machen wir die Pain Boy kaputt. Sonst heilt er noch seine ganzen Verbündeten und das wäre furchtbar. Was machen wir mit den Hydras? Die haben genug Lebensenergie, um noch für eine Weile durchzuhalten. Ich kann mich auf jeden Fall mal hier in das Groxfeld bewegen. Dort sind wir immerhin etwas geschützt. Und hier die Warbuggies beschießen oder lieber den Painboy, dann ist er sogar tot. Ja, okay. Machen wir den Painboy und hoffen, Mischnix Hydra wird eine Salve unserer Gegner überleben. Und auch gegnerische Führerschaft ist außerdem reduziert worden durch die Aktion. Das ist nochmal Bonus. Gut, gute Aktion. Gute Aktion. Primaris Psyker kann jetzt leveln. Ich glaube, diesmal gebe ich uns mal dieses Scryer's Gaze, um mal ein bisschen scouten zu können im nächsten Zug. Das fehlt mir schon so ein kleines bisschen. Guardsmen sind im nächsten Zug wieder voll. Die können sich einmal hierhin bewegen und das Jokaira Trader Encampment
erobern. Die nächste Salve werden sie wahrscheinlich schon überleben und im nächsten Zug heilen wir sie. Okay, unsere Culture Irregulars holen sich die Ruins of Wall hier. Und ich hoffe, dieses komische Kackding hat sie nicht gesehen. Das wäre unschön. Und wie sieht es hier in Mishnix Megacity aus? Gut. Gut, in einem Zug haben wir den Ore Extractor gebaut. Und dann geht's richtig los. Was mit euch? Oh, okay. Oh. Die haben was gemacht. Hier wurden wir beschossen. Imperial Bastion attacked. Diese komische Ork Battle Wagon hat Schaden gemacht, aber geht. Hotshot Power Packs, sehr gut. Bessere Infanterie. Das heißt, wir gehen hier. Gehen wir auf Cold Mechanicus. Wird ja mal langsam Zeit. Habe ich schon lange vor mir hergeschoben. Und die Situation sieht unter Kontrolle aus. Wenn ich das mal so sagen darf. Kommt Killer Cans nochmal von hinten. Aber die sollten wir kaputt kriegen. Okay. Die. Oh fuck, und da sind die Space Marines. Oh, da sind die Space Marines in ihren Landspeedern mit lächerlichen 6 Geschwindigkeit. Und ich habe nicht so richtig was. Okay, die Basilisken haben glücklicherweise viel Reichweite. Aber wenn jetzt von allen Seiten Gegner kommen, dann muss ich mich, glaube ich, erstmal einbunkern und mich um meine Stadtexpansion kümmern. Das wird das Wichtige sein. Direkt nächstes Teil acquiren. Ganz, ganz wichtig. Und was brauche ich? Richtig mehr Ore. Ore, bis es mir aus den Ohren rauskommt. Und welches Feld nehmen wir dafür? Was machen eigentlich noch diese Ore Extractors? Die brauchen allerdings auch ein bisschen Strom. Momentan sind meine ganzen Stromerzeuger... Ich habe gar keine Stromerzeuger. Deswegen brauchen wir nochmal einen Teil. In 3 Zügen kann ich nochmal diesen Plasma-Generator machen. Vielleicht warten wir erstmal, dass wir nochmal einen Ore-Extractor haben. Und dann im Anschluss gehen wir auf Strom. Ja, wir müssen mal uns einigeln und verteidigen. Und weil jetzt, wenn Space Marine und Orks gleichzeitig kommen, dann weiß ich nicht, ob ich das überleben kann. Das bedeutet, die Necron sind jetzt vielleicht besiegt. Ne, da ist noch ein Necron-Außenposten, aber der ist nicht aufgedeckt. Vielleicht lebt er noch. Wäre gut für mich. Haben die Space Marines zu Spaces. Die haben Erfahrungslevel 2, die haben Erfahrungslevel 3. Auch nicht schlecht. Hier ist eigentlich eine gute Linie, um zu verteidigen. Direkt in diesen imperialen Ruinen. Die Gegner sind schon eher ungeschützt. Oh, ja, das wäre nicht schlecht. Ich glaube, da müssen wir eine Verteidigungslinie aufbauen. Dann können wir nämlich auch den Recarve und das Zeug hier schützen. Und die andere Verteidigungslinie müsste tendenziell hier in diesem Wald sein. Ist nicht optimal, aber es muss so sein. Okay, aber so soll es erstmal gewesen sein. Ich finde es ziemlich cool. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im Gladio-Stream in den nächsten Tagen. Bis zum nächsten Mal.